Fujikura präsentiert das 90R Bändchenspleißgerät mit Active Blade Management Technologie. Das 90R ist ein Bändchenspleißgerät mit verlässlicher Qualität, geeignet für bis zu 12 Fasern. Es kann sowohl konventionell gekapselte Bändchen als auch verschiedene andere, einschließlich 200 μ Spiderweb Ribbon spleißen. Das 90R bietet präzise Spleißvorgänge und programmierbare Funktionen wie einen automatischen Windschutz und Schrumpfofen. Im Laufe ihrer Lebensdauer werden die V-Nuten des 90R mit verdampftem Glas und anderen Verschmutzungen beschichtet, was zu einer schlechten Faserausrichtung und instabilen Arc-Entladung führt. Anstatt die Maschine zur Wartung einschicken zu müssen, ist das 90R mit austauschbaren V-Nuten ausgestattet, die schnell und einfach gewechselt und vor Ort installiert werden können, um Ausfallzeiten zu minimieren. Jedes 90R enthält zusätzliche Ersatz-V-Nuten, die bereits mit Elektroden bestückt sind, falls ein Austausch erforderlich wird. Das 90R lässt sie nicht im Stich. Mit Longlife-Elektroden, die 1500 Spleiße ermöglichen, einem Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität und einem vorinstallierten Referenzhandbuch mit Spleißanleitung sind sie gut ausgerüstet. Der vielseitige Transportkoffer des 90R dient gleichzeitig als Arbeitsstation. Die herausnehmbare Plattform erleichtert das Arbeiten in schwierigen Umgebungen und bei Bedarf kann die Plattform geteilt werden, um eine noch handlichere, kompaktere Basis für das Spleißen zu schaffen. Die Arbeitsplattform des 90R verfügt über Schubladen mit ausreichend Stauraum zur Unterbringung und zum Schutz ihrer Spleißwerkzeuge und des Zubehörs, sodass sie auch ohne den Koffer alles dabei haben. Das 90R ist robust und geschützt gegen Staub, Regen und Stöße. Die Kombination des 90R mit dem Cleaver CT50 und dem Bändchenabstreifer RS03 macht die Faservorbereitung schnell und einfach. Der RS03 ist ergonomisch gestaltet, um das Abisolieren so einfach wie möglich zu machen. Da der Druckpunkt weiter von der Klinge entfernt ist, erhöht eine einfache Hebelwirkung die Haltekraft der Klinge erheblich und verringert den für einen qualitativen Abstreifvorgang erforderlichen Fingerdruck. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist die zum Abisolieren von 12er Bändchen erforderliche Zugkraft mit dem RS03 um sogar 25% reduziert. Der RS03 kann Bändchen mit einer Stärke von 200, 250 und 400 μ abisolieren, ohne dass eine Klinge gewechselt werden muss, sodass sie unabhängig von der Anwendung vielseitig einsetzbereit sind. Die Batterie des RS03 hat eine hohe Kapazität, die bis zu 600 Abstreifvorgänge mit einer einzigen Ladung bietet. Der langlebige RS03 ist widerstandsfähig gegen Stürze auf allen Oberflächen und beständig gegen Regen und Staub. Das 90R und der CT50 bieten eine verbesserte Spleißeffizienz dank der Active Blade Management Technologie. Der CT50 bietet komfortablen Zugang und kann länger abisolierte Fasern aufnehmen als frühere Modelle. Der CT50 kann Fasern mit einer einzigen Aktion trennen. Seine Klinge kann bis zu 5000 12er Bändchen trennen. Um Ausfallzeiten und Betriebskosten zu reduzieren, können die Faserklemme und die Klinge des CT50 von Anwendern im Feld einfach ausgetauscht werden. Und als Branchenneuheit kann der langlebige CT50 schwere Stöße aus allen Richtungen sowie Stürze überstehen. Das 90R, CT50 und RS03 bieten eine verbesserte Effizienz dank der Active Blade Management Technologie. Das 90R kann über drahtlose Kommunikation mit dem RS03 und einem oder zwei CT50 Trenngeräten verbunden werden. Mit dieser Funktion kann sich der RS03 automatisch an unterschiedliche Anforderungen für das Abisolieren verschiedener Fasern und Bändchen anpassen. Die Spleißmodi des 90R beinhalten nicht nur die unterschiedlichen Spleißeinstellungen, sondern übertragen angepasste Temperatureinstellungen drahtlos an den RS03, sodass diese dann voreingestellt werden. Dadurch kann der RS03 Bändchenabstreifer seine Heiztemperatur automatisch anpassen, um ein optimales Abstreifen der Fasern zu gewährleisten. Zur Kontrolle der Abisolierklinge übermittelt der RS03 dem 90R am Ende jedes Abstreifvorgangs ein Signal. Beim Empfang des Signals addiert das 90R die Anzahl der abisolierten Fasern zu der Gesamtzahl der Fasern, die von der aktuellen Klinge bereits abgesetzt wurden. Wenn diese Gesamtzahl die empfohlene Abstreifanzahl für eine einzelne Klinge erreicht oder übersteigt, zeigt das 90R an, dass die Klinge ersetzt werden sollte.
Um Qualität und zuverlässige Spleiße zu gewährleisten, analysiert das 90R auch die Bruchwinkelqualität. Wenn es erkennt, dass die aktuelle Schneidradposition verbraucht ist, verwendet das 90R seine drahtlose Kommunikation, um dem CT50 zu signalisieren, sein Schneidrad automatisch zu drehen. Der CT50 signalisiert dann dem 90R, dass die Rotation des Schneidrads abgeschlossen ist. Das 90R stellt sicher, dass automatische Schneidradrotationen richtig getimt werden, indem es sie auf der Grundlage der Häufigkeit von schlechten Brüchen initiiert. Wenn sich ein Schneidrad durch den Gebrauch abnutzt, beginnt es unweigerlich, schlechte Brüche zu produzieren. Je mehr die Klinge abgenutzt wird, desto häufiger kommt es zu schlechten Brüchen. Sobald eine Reihe von schlechten Brüchen in enger Folge aufgetreten sind, beurteilt das 90R das Schneidrad als abgenutzt und servicebedürftig. Dann signalisiert es dem CT50, dass das Schneidrad automatisch in eine nicht verschlissene Position gedreht werden soll. Das 90R macht das Klingenmanagement einfach, indem er jede Fasertrennung automatisch protokolliert und alle 16 Rotationspositionen in jeder der drei Höhenpositionen verfolgt. Das 90R zählt die Anzahl der Faserbrüche in Übereinstimmung mit der Anzahl der gespleisten Fasern. Wenn eine 12 Faserbändchen gespleist wird, zählt der CT50 12 für jeden Trennvorgang. Das gleiche Verfahren gilt unabhängig von der Anzahl der zu spleißenden Bändchen. Zur besseren Übersicht werden der Schneidradstatus des CT50 und die Einstellung der Heiztemperatur des RS03 auf dem Hauptbildschirm des 90R deutlich angezeigt. Wenn Sie schnelle, präzise und effiziente Mehrfaserspleiße benötigen, wählen Sie das Fujikura 90R Bändchenspleißgerät mit Active Blade Management Technologie.